Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Heute mal aus dem Badezimmer. Ich habe heute Haare gewaschen und also volles Programm, Duschen, Haare waschen. Und jetzt bin ich gerade dabei, meine Haare so ein bisschen zu glätten, weil ich beschlossen habe, heute vielleicht das erste Schwangerschaftsupdate-Video zu drehen. Ich habe ja in dieser Schwangerschaft bisher noch gar keins gedreht und es ist eine schöne Erinnerung. Ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Schwangerschaft mir die alten Schwangerschaftsupdates angeschaut, um mich einfach ein bisschen zurückzuerinnern. Wie war das damals? Wann war mir noch schlecht? Wann hatte ich diese Beschwerden? Wann hatte ich jene? Das ist, glaube ich, ziemlich spannend. Und auch für andere, vielleicht für neue Mamis und so weiter. Deswegen habe ich beschlossen, mich heute zu schminken. Ich sage es, ich war bestimmt schon Monate nicht mehr geschminkt. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich geschminkt war das letzte Mal. Das ist auf jeden Fall sehr lange her. Durch die Übelkeiten so. Natürlich hatte ich da gar keinen Bock, mich zu schminken. Und schauen wir mal. Heute erster Tag. Und wisst ihr was? Heute war auch Premiere. Ich habe heute meinen ersten Kaffee getrunken seit locker 2 Monaten. So 7, 8 Wochen bestimmt. So, meine Lieben, ich habe mich fertig gemacht. Oh mein Gott, wer ist diese Person? Ich erkenne mich selber nicht mehr, obwohl ich echt wenig Make-up aufgetragen habe. Also ich habe ein bisschen Concealer, ein bisschen CC-Cream, meine Augenbrauen habe ich nachgeschmiert, ein bisschen Bronzing Pearls und auch auf den Augen und dann Wimperndusche und das war's schon. Ich habe noch einige lange Wimpern von der Wimpern-Extensions. Ich bin ja jetzt nicht mehr auffüllen gegangen, weil mir so viel schlecht war und mein Mann hat mich eher ausgelacht, weil ich habe mir die damals machen lassen in der 8. Schwangerschaftswoche. Und dann hat er gesagt, für was hast du denn eigentlich jetzt deine Wimpern machen lassen? Für das, dass du nur im Bett liegst und eigentlich nur von Schlafzimmer zur Toilette rennst zum Schweiben. Du drehst keine Videos, du gehst nicht unter Menschen. Ich sage, sorry, habe ich auch nicht gewusst, dass es so kommen wird, aber ja, vielleicht mache ich es mir wieder. Mal schauen. Gut, ich werde mich jetzt noch was Hübsches drüber anziehen. Ich habe hier so einen Tanktop und hier noch meine Hose, also meine Home-Hose. Das ist meine Hose, die ich von Lidl gekauft habe. Hose sieht eh keiner, wenn ich so ein Video drehe, wo ich sitze. Oder grundsätzlich auch in Vlogs, ne? Sieht ihr keiner, was ich ohne Hose ich trage. Deswegen werde ich mir noch irgendwas Hübsches oben drüber werfen. Und dann werde ich mein Schwangerschaftsupdate-Video drehen. Ich zeige euch mal, was die gesamte Familie so macht. Nicht, dass ihr glaubt, dass ich ganz alleine zu Hause bin. Also, hier ist ein braver Patrick, der für seine Fahrschule schon brav lernt. Die Lisa hat hier währenddessen das Wohnzimmer auf den Kopf gestellt. Wie soll es natürlich anders sein? Auf unserem Couch wartet mal wieder Wäsche zum Falten. So, Daily Business bei uns. Die Lara sucht ihre Barbie, oder? Oh je, Mini. Die Hunde catchen da, wie ihr sehen könnt. Bügeltisch steht übrigens noch hier, weil der Papa hat gebügelt. Ja, schauen wir mal weiter. Hier ist ein Papa. Hallo. Was machst du denn? Poste auf Instagram, dass ich heute ein neues Video geladen habe. Ja. Ah ja, übrigens, stimmt. Sag mal, was hast du denn für ein Video? Was hast du denn? Erzähl mal im Vlog. Ein Video über... Erzähl mal, die Leute wissen ja gar nicht, deinen eigenen Kanal hast. Mach mal Werbung für deinen Kanal. Ja, das ist... Komm, aber let's go. Mach keine Werbung für meinen Kanal. Mein Kanal ist auch für Menschen, die Leute verstehen nicht. Ach, ja, aber vielleicht schauen wir uns auch Rumänen zu. Also, der Papa hat ja jetzt, weiß ich nicht, vor ein paar Wochen einen eigenen Kanal gestartet. Zuerst wusste er nicht, was er machen soll. Soll er auf Deutsch und kochen? Aber dann hat er sich gedacht, ja, warum nicht auf Rumänisch? Ein rumänischer Vlogger, der... Ja, das ist mein dritter Video, den ich heute gepostet habe. Ja. Ist noch nicht online, aber der kommt erst. Ja, also schaut vorbei, wenn ihr Rumänen seid oder Rumänisch versteht oder wenn ihr einfach Bock habt, uns Rumänisch reden zu hören. Wenn ihr auch neugierig seid, wie das klingt, dann schaut beim Papa vorbei. Ich werde seinen Kanal und sein Video unten in der Infobox verlinken. Lasst ihm Abos da, der freut sich. Der hat aber schon 100 Abonnenten. 107. Ulala. Manche sind dabei, die gar nichts verstehen. Manche sind Rumänen dabei. Ja. Aber ja, schaut vorbei. Es ist einfach eine, auch Vlogs halt aus einer anderen Perspektive und ist auch interessant. Ja,
Und jetzt brustest du was aufs Tolle. Also ich freue mich. Bitte unbedingt zuschauen. Na gut, ich mache mir jetzt Zeit. Ich möchte mein Schwangerschafts-Update-Video drehen. Muss ich heute ein Foto machen? Foto? Nein, das ist nur freitags. Wir machen immer freitags Bauchbilder. Soll ich mal ein Foto hergehen? Immer Freitag? Ja, meine ist schon größer als deine, oder? Steh mal auf, oder? Ja, das wäre... Machen wir Bauchbilder gleich. Das wäre leider traurig, wenn es umgekehrt wäre, oder? So. Also, hey. Du willst nicht einziehen. Schreibt in die Kommentare, wessen Bauch ist größer. Ja, zieh mal nach hinten. Hey, gleich. Hey, das ist nicht geil. Gleich. Ulala. Wir haben jetzt das Schwangerschafts-Update-Video gedreht und wir haben es zusammen gedreht. Ich habe mir gedacht, das wäre voll cool, wenn der Papa dabei wäre. Da kann er ein bisschen von seiner Perspektive berichten. Und das ist mal was anderes. Außer, wenn die Mama das alleine erzählt. Ja, also, falls ihr das dann sehen wollt, mal schauen, wann das rauskommt. Heute, morgen. Was ist heute? Heute ist Dienstag. Dienstag. Mittwoch? Na, Freitag kommt. Freitag. Na, heute ist Dienstag. Für heute haben wir kein Video, gell? Nein, aber das schaffe ich nicht mehr heute zu schneiden. Nee? Nein. Bevor der Papa jetzt mit dem Patrick zur Fahrschule fährt, muss er nämlich noch schnell was für mich erledigen. Und zwar habe ich hier... ich werde euch gleich zeigen, was sich hier in dieser schönen Kiste versteckt. Weil wir haben nämlich eine Kooperation mit Stocke und dafür habe ich hier zwei Trip-Traps zur Verfügung gestellt bekommen. Ich zeige euch gleich. Also der Papa hat hier schon einen genommen. Das ist nämlich der Luisa ihrer. Der wird der Papa gleich zusammen bauen. Und wir haben fürs Baby auch einen. Der ist dann logischerweise hier, aber den bauen wir noch nicht auf. Schaut euch mal. Ah, wie schön ist der. Also, warte kurz, Sophie. Das ist der Stocke Trip Trap in der Farbe Oak. Das ist so, ja, so ein holzfarbener, aber so ein bisschen so grau meliert. Ein bisschen, auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe. Sehr schönes Verpackung. Also die Verpackung ist sehr schön, gell? So ergonomisch. Das ist auf jeden Fall jetzt der Luisa, ihr neuer Hochstuhl. Freue mich schon. Schaut mal, da kann man es schon gut erkennen. Ja, wie man denn... Man kann ihn wirklich von der Geburt an nutzen. Fürs Baby haben wir auch dieses Newborn-Set dabei. Das zeige ich euch aber dann erst viel, viel später. Ja, und bei der Luisa haben wir den aktuell hier, diese Phase, weil das braucht die Luisa ja nicht mehr. Und dann kann sie auch alleine rauf und man kann auf den Trip-Trap wirklich sehr, sehr lange sitzen. Wie ihr sehen könnt, hier ist ein Kind und hier sogar eine erwachsene Frau. Ja, cool. Bau den auf, Papa. Geht sicher super schnell. Den fürs Baby werden wir jetzt dabei... gut verstauen, damit er nicht irgendwie schmutzig wird oder kaputt geht. Und für die Luisa habe ich dann noch die Bepolsterung für den Sitz. Ich habe hier Pink Fox ausgewählt. Ist das nicht mega, mega süß? Schaut mal. Sein so pink, ein pinkes Muster mit so kleinen Fuchsköpfen drauf. Ja, bringen wir das mal auch rüber. Na, hast du hier tierische Unterstützung bekommen? Extrem. Einen nervt mehr als andere. Wow. Ich liebe es ja, wenn Firmen nicht viel Verpackungsmaterial nutzen und das wirklich auf das Produkt designen. So, irgendwie so Nachhaltigkeit pro Plus. Und schaut mal, wie viele Einkerbungen das hat. Da kann man halt wirklich variabel das Kind hoch und tief stellen, das andere auch für die Füße. Der Papa baut es noch fertig zusammen. Das ging jetzt wirklich flott mit dem Aufbauen. Brauchst du noch? Der steckt hier. Der Imbus. Der Papa hat es auch gebaut, gell? Aha. Ist das schön? Ja. Ja. Da kann die Luisa sich alleine hinsetzen, oder? Jetzt ja schon. Von alleine, ja. So.
So, der Triptrap ist jetzt aufgebaut und ich werde jetzt noch schnell dieses schöne Sitzkissen drauf befestigen. Es geht auch ziemlich einfach. Da gibt es hier hinten so eine Erklärung. Und es ist so cool, so hochwertig. Es ist auch so einem Stoff, das man auch abwischen kann. Lisa hat sich schon hergesetzt. Lisa, gehst du mal dich anziehen? Du gehst ja mit Papa zum Spielplatz dann. Komm. In wie? Ja. So. Mal schauen, wer das zum Aufbauen hat. Ja, so. Fertig. Ist das cool? Und fertig ist er aufgebaut. Das ging jetzt wirklich super, super schnell. Ich habe jetzt noch den Bezug drauf gemacht, wie ihr gesehen habt. Also ich habe euch den Bezug ja schon gezeigt. Ich finde das so cool, dass es so einen Stoff hat, den man auch so abwaschen kann. Und der ist super, super weich gepolstert. Also da macht Sitzen drauf Spaß. Und die Luisa kommt alleine rauf. Ich finde es so cool, dass sie sich jetzt alleine hinsetzen kann und alleine wieder runtergehen kann. Und ja, ich bin mega begeistert. Also Leute, falls ihr auch so einen Stocket-Trip-Trap haben möchtet, dann schaut unbedingt in der Infobox den Link an, den ich euch da reinsetzen werde. Das ist nämlich unserer und könnt ihr ein bisschen stöbern. Den gibt es in ganz, ganz vielen Farben. Also da ist für jeden Geschmack was dabei, ob in Pink oder Blau, also Mint habe ich gesehen und Schwarz gibt es auch. Also für jeden Geschmack und für jedes Geschlecht, falls ihr es nach dem Geschlecht kaufen wollt. Also unbedingt vorbeischauen. Und ich habe euch ja gesagt, dass ich noch das Newborn-Set habe für den zweiten Triptrap. Aber das werde ich euch dann ausführlich dann später zeigen, weil es hat keinen Sinn, den jetzt schon aufzubauen und hinzustellen. Da warte ich noch ein bisschen, vielleicht kurz bevor das Baby dann auf die Welt kommt. Ja, ich freue mich. So rückt das Ganze noch ein bisschen näher, obwohl ja noch 6 Monate bis zur Geburt ist. Aber ja, so viel dazu. Der Papa ist jetzt losgefahren. Der hat jetzt die Luisa und die Lara mitgenommen, weil also der Papa bringt ja den Patti zur Fahrschule. Die Fahrschule dauert 4 Stunden, also hat immer Theoriekurs. Und ja, der nimmt dann die Kleinen mit, da können die ein bisschen zum Spielplatz mit dem Papa. Und ich habe jetzt ein bisschen Ruhe und kann ein bisschen arbeiten, meine E-Mails mal bearbeiten. So Sachen, zu denen ich halt nicht immer komme. Ah, vielleicht noch ein Video schneiden oder ja, irgend so ein Zeug halt, was ich halt immer sonst so mache. Die Michelle ist zu Hause geblieben. Ich werde jetzt vielleicht noch was Kleines essen, muss noch überlegen, was. Und dann mich ein bisschen an die Arbeit machen und die Zeit nutzen, wenn die Kleinen außer Haus sind, weil da ist dann wirklich ganz, ganz ruhig im Haus und man kann sich wirklich fokussiert konzentrieren und arbeiten. Und das will ich jetzt machen. So, die Michelle und ich haben uns beschlossen, kurz, wir wissen nämlich nicht, was wir essen sollen. Was, also uns wusste das nicht, also wir reden. Wir haben keinen Bock, das zu essen, was zu Hause im Kühlschrank ist. Wir haben ja auch fast nichts zu Hause. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben Sachen, die man kochen muss. Aber wir haben halt keinen Bock zu kochen. Wie wär's mit einer Tiefkühlpizza? Du willst eine Tiefkühlpizza? Nee, oder? Also ich will keine. Und wir gehen jetzt kurz zum Hofer und kaufen uns irgendwas Kleines. Ich habe jetzt Papas Auto. Wie wär's, wenn wir zum Mäcki gehen? Gute Idee. Nicht. Deswegen fahren wir jetzt noch kurz zum Hofer oder zum Villa und schauen mal, was es dort gibt, was wir uns kaufen könnten. Oder? Also, let's go. So, meine Lieben, wir sind jetzt vom Einkauf zurück. Wir haben einen kleinen Einkauf getätigt. Ich zeige euch ganz schnell im Schnelldurchlauf, was wir geholt haben. Also, wir waren kurz beim Villa. Da habe ich diesen Toast gekauft. Den gibt es nur beim Villa oder Merkur von der Marke Oelz. Das essen die Kinder total gerne so im Toaster mit Schinken und Käse, aber ich auch. Und ja, deswegen habe ich ihn geholt. Dann habe ich für den Patrick einen Tee gekauft, und zwar einen Schwarztee, einen Earl Grey. Der hat heute nämlich verzweifelt einen Schwarztee trinken wollen, da früher, wir haben halt keinen gehabt. Dann habe ich beim Hofer diese Sahne gekauft zum Kochen, weil, sage ich danach, ich habe nämlich so einen Lachs gekauft, nämlich so Bock auf Lachs. Spaghetti mit Sahne, schmeckt mega lecker. Dann habe ich einen Hafer Bio
Drink gekauft von der Marke Ja Natürlich. Ich habe heute nicht mal, habe ich schon gesagt, ich habe heute das erste Mal einen kleinen Kaffee getrunken und der hat so gut geschmeckt, der hat so gut getan auch. Also ich habe ja schon seit 2 Monaten keinen Kaffee mehr getrunken und heute war erster Tag und er war mega lecker. Ja, dann hat sich Michelle eine Pizza Margherita mitgenommen, die wollte ich unbedingt, die will das unbedingt jetzt essen. Dann habe ich so Garnelen gekauft für mich. Den Lachs, was ich euch schon gesagt habe, also hier, 2x Lachsfilet, das esse ich dann so mit Nudeln. Und für mich habe ich für jetzt Backcamembert gekauft, das schmeckt so gut, da ist Marmelade dabei und ich liebe das total. Da werde ich mir jetzt so 2 davon machen. Und dann haben wir noch 2 Packungen Eclairs beim Villa gekauft, die sind so lecker. Die müssen wir jetzt ein bisschen auftauen lassen. Und dann hat sich die Michelle noch eine Schocke mitgenommen. Ja, das ist unser kleiner Einkauf. Das werden wir gleich essen. Also ich esse den Backcamembert, die Michelle isst eine Pizza. Und die anderen Sachen habe ich so für morgen oder am Abend oder mal schauen wann geholt. So meine Lieben, mein Essen ist schon fertig. Also die 2 Backcamemberts, die ich jetzt essen werde. Ich mache es übrigens im Airfryer, geht eigentlich super schnell. Und Michelle will wissen, wann ihre Pizza fertig ist. Ich habe gerade mein Zimmer aufgeräumt. Sehr, sehr brav. Und es hat echt schrecklich ausgeschaut. Echt schlimm? So wie eine Bombe. Naja, das schaffst du schnell. Michelle ist Weltmeisterin. Ihr Zimmer schnell zu katastrophisieren. Und danach messen wir das, oder? Ja. So, meine Lieben, ich habe jetzt gegessen und ziemlich lange gechillt. Und also hier im Büro habe ein bisschen YouTube-Videos geguckt. Und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, ein bisschen zu arbeiten. Ich wollte, also doch, ich habe E-Mails beantwortet. Rechnungen muss ich eigentlich auch noch machen. Ach Mist, das habe ich nicht gemacht. Also Rechnungen muss ich noch machen und ich wollte das Schwangerschaftsupdate ein bisschen drehen. Mir ist dann noch aufgefallen, dass ich ein paar Sachen schon wieder vergessen habe zu zeigen und zu erwähnen, die ich wollte. Aber durch das, dass ich den Papa dabei hatte, habe ich das irgendwie vergessen. Aber es macht nichts, mache ich jetzt noch nach. Ja, so viel dazu. Mehr gibt es von mir dabei noch nicht zu berichten. Der Pifi ist hier bei mir. Pifi! Die Emmy war vorhin auch noch da, die habe ich jetzt rausgeschmissen. Die habe ich jetzt gerade gepupst. Ja. Und ich schwöre schon meine Nägel schon wieder furchtbar aus. Ich habe mir vor einer Woche oder so Schellack drauf gemacht. Auf der rechten Hand habe ich genau noch 2 Finger. Und auf dieser Hand 4. So, meine Lieben, Schwangerschaftsupdate habe ich jetzt gedreht. Ich habe jetzt noch einen Apfel geschnitten. Jetzt ist ihr euch wundert, was hat ihr da im Mund? Ich habe jetzt so ein bisschen Kopfschmerzen bekommen. Und habe irgendwie den Apfel, als ich ihn in der Küche gesehen habe, der hat mich so angelächelt. Da habe ich gedacht, okay, ich nehme dich mit. Aber ja, der Kopf macht mich gerade ein bisschen fertig. Ich werde jetzt auch, glaube ich, hier aufhören. Ich habe jetzt das Schwangerschaftsupdate-Video fertig geschnitten und werde es dann uploaden. Also es ladet schon hoch. Und werde dann, glaube ich, meinen Apfel nehmen und dann Fernsehen gehen. Wobei, ich muss mich noch abschminken. Das ist ja das Coole an dem Nichtschminken, ne? Da muss man sich auch nicht abschminken, aber ja. Ich bin ein bisschen im Jammer-Modus. Auf jeden Fall werde ich jetzt den Vlog hier beenden. Der Papa, der ist bestimmt schon auf dem Weg nach Hause mit den Kindern. Und wo ist morgen? Morgen ist Mittwoch, oder? Ja, schon voll die Tage nicht mehr im Kopf, im Bilde. Auf jeden Fall, ja, werde ich mich jetzt sowieso vom Blog verabschieden, mein Leben. Kopfschmerzen bringen mich gerade um. Irgendwie. Und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Und Daumen nach oben, falls ihr Lust habt. Und ja, bis dann. Tschüss.